Moin, in Ollis Modellbahnkeller. Heute haben wir hier ein ICE 3MF von Märklin, Artikel Nummer 37786. Den wollte ein Modellbahnkollege gerne auf Sound umbauen, hat das wohl mit einem Märklin-Decoder versucht. Warum ihm das nicht gelungen ist, weiß ich nicht. Mit den Märklin-Dingern kenne ich mich fast überhaupt nicht aus und auch nicht gut. Und er bat mich, da einen ESO-Log-Sound einzusetzen. Im Original ist da ein Märklin MFX-Decoder drin mit einem Soundmodul. Das hat der Kollege schon ausgebaut. Ich habe jetzt versucht, das Mapping zu übernehmen, weil da eine Schleiferumschaltung auf AUX4 ist für das neue Projekt in dem Log-Sound-Decoder. Und wir werden jetzt gleich mal versuchen, das wunderschöne Stück zu öffnen. Laut Anleitung soll das Gehäuse abgespreizt werden. Und zwar im Bereich, muss man kurz noch mal in die Anleitung schauen, parallel. Im Bereich der Drehgestelle. Das heißt, ich werde jetzt wieder mit meinen Kragenverstärkern arbeiten, versuchen die Rastnasen zu erwischen in dem Bereich. Um das Gehäuse abzuspreizen. Okay. Das wird wohl etwas feinfühliger werden. Wir gehen jetzt doch einmal per Anleitung vor. Und den vorderen Teil, ein Teil schon ab. Gehen jetzt hier, hat sich schon gelöst, zack. Und haben wir das Gehäuse ab. Wir können hier den Decoder erkennen. Ich werde jetzt erstmal die Platine lösen. Und dann werde ich, nehmen wir den Decoder raus und dann werde ich erstmal gucken, ob ich hier irgendwo die beiden Pins nachmessen kann, dass wir den Lautsprecher direkt an der Platine anlöten können. Der Kollege hatte vermutlich schon einen 4 Ohm Lautsprecher verbaut. Im Original war wahrscheinlich der 32 Ohm Lautsprecher hier drin, der lag dabei. Das heißt, wir können den Lautsprecher, der von dem Kollegen da drin war, behalten. Wir haben da bloß Drähte angelötet, weil das Konzept, den direkt am Decoder anzulöten, ist mega gefährlich, weil man kann den nicht nachmessen und wenn da irgendein Fehler bei passiert, dann ist die Endstufe kaputt vom Decoder und wir haben einen Sounddecoder gehabt. Das wollen wir verhindern. Wir haben jetzt da Drähte angelötet, haben hier in der Platine einen Platz für einen Kondensator gefunden, der nicht da ist. Da sind aber die Löcher in der Platine und da kann man wunderschön die Anschlussdrähte vom Lautsprecher durchstecken. So sind die sauber unter der Platine geführt und sind nicht gefährdet, an der Seite eingequetscht zu werden, wenn man das Modell wieder zusammenbaut. Wir können jetzt hier
Die verlaufen super sauber da und die werden wir jetzt an diese beiden Anschlüsse hier anlöten. Das sind die Anschlüsse vom Lautsprecher, die auf die 21-polige Schnittstelle gehen und dann können wir auch auf der 21-poligen nachher noch nachmessen, ob wir da die 4 Ohm sauber messen können. So, die Drähte sind verlegt. Ich habe hier auf den beiden Pins, wo der Lautsprecher auf 21 MTC liegen soll, nochmal sicherheitshalber die 4 Ohm nachgemessen. Die sind vorhanden. Also das kann jetzt... Jetzt können wir den Decoder gleich aufstecken. Der wird gerade noch fertig programmiert. Und dann geht's aufs Testgleis. Und wir gucken uns an, wie das mit dem Log-Sound geht. Müssen natürlich noch ein bisschen die Geschwindigkeit einstellen und die Motorwerte. Aber die findet ihr nachher dann im finalen Projekt, was ich euch unter das Video wie immer anhänge. Dann bis gleich am Testgleis. Da ist das gute Stück mit Sound umgebaut auf Log-Sound, hohe Geschwindigkeit eingestellt, Schleiferumschaltung, alles noch vorhanden. Das Projekt und die Decoder-Nummer findet ihr unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.